Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Raft im Multiplayer zusammen mit Hannah und Pascal. Ich habe euch genau falsch schon angezeigt, aber egal. Ja, passt schon. Ich habe immer noch Hunger. Ja, ich habe gerade gegen meinen Hunger. Warum gekämpft, ist nichts auf dem Grill? Weil ich das gerade gegessen habe. Ah. Ich habe gerade auch zwei rohe Kartoffeln gegessen. Ne? Oh, Pascal. Weil ich fast verhungert wäre. Oh, ich habe einen Ton. Habe ich glaube ich schon erlernt. Ja. Kannst du eine Tonschale draus machen oder so? Nein, brauchst du zwei Ton für. Oh, hebst ihn für später auf. Ja, ich geh halt jetzt tauchen. Richtig, denn das ist auch die Aufgabe der heutigen Folge. Wir gehen tauchen, ne? Und sammeln dabei Lehm, Sand, Schrott und alles Mögliche. Insbesondere Steine, weil die brauchen wir für zukünftige Anker. Au. Lol. Der Hai wollte mich gerade beißen und ich bin durch den Hai durchgeschwommen. Ich habe 4 Tonschalen, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Hast du die so gesammelt oder hergestellt? Ich habe 2 Ton. Ja, Tonschalen, du kannst, glaube ich, Suppe machen. Suppe kannst du daraus machen, wenn du ganz viel Zeug hast. Dann kannst du daraus Suppe machen. Aua. Böse Hai. Gebissen. Hanna, du müsstest mich dann gleich einmal auflesen. Okay. Was kann aber ich hab... Aua! Ich hab hier gerade Steine, aber der beißt mich die ganze Zeit. Ja, dann... Komm hoch. Kann eigentlich meine Angel? Nee, ich bin unterm Floß, lol. Ja, ach nee. What the hell? Mann, Pascal! Beim Sprung auf das Floß getötet. Hab's gesehen. Sehr gut. Ich möchte nicht eh drücken. Noch kann mich jemand retten? Ich hab... Lol, ich hab 10 Steine. Wo hab ich 10 Steine? Ich hab grad nur 3 abgebaut. Du kannst Fässer. Da sind auch schon manchmal Steine drin und Kisten und alles. Ja. Lol. Soll ich an Land gehen, damit ich nicht aus Versehen ins Wasser backe? Ah, da ist eine Kartoffel. Ja, okay, nee, lohnt sich jetzt nicht mehr. Ich hab jetzt 2 Anker hergestellt. Danke. Also, wir sind erstmal für die nächsten 2 Ankers mal gewappnet. Ey, das ist eigentlich voll effizient, sich einfach zu sterben zu lassen. Ja, du cheatest dir Essen und Trinken. Soll ich die ganzen Blumen einsammeln, dann kriegen wir Farbe. Nee. Komm, unser Floß immer nur doch, warte mal. Doch. Achso, sammel die ein und guck dir den Forschungstisch. Ich weiß nicht, ob es noch sonst irgendwas damit gibt. Also eine weiße Blume, eine gelbe Blume. So, der Hai ist gerade nicht da. Also, ich hab weiß und eine gelbe Blume jetzt erstmal. Wow. So, habt ihr unten ja schon alles abgegrast? Ne, ich sehe da noch Schrott. Nein. Hey, brauche ich eine freie Inventarhand, um auf den Forschungstiff zu greifen? Nee, nee. Nein, aber du musst auf das Buch gehen. Du musst das Buch öffnen, lol. Schlaufuchs. Ich hab noch 2 Schrott abgebaut. Ich hab sag mal Bescheid, wenn wir so weit weiter können. Die weiße Blume kann ich nicht erforschen, gelbe Blume kann ich erforschen, gelbe Samen kann ich nicht erforschen und weiße Samen kann ich auch nicht erforschen. Okay. Also ich kann die Blumen ja mal abbauen. Die Leute, ich habe 2 Kartoffeln, wenn jemand braucht. Und... Warte, lass mich überlegen, was wollte ich sagen? Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich habe 2 Kartoffeln. Und jetzt muss jemand wieder was auf dem Grill tun. Ja, mach ich. Ja. So, Kokosnuss kann ich nicht grillen. Also ich finde halt immer nur Ton und kein Stein. Ja, ich habe jetzt gerade 3 Steine mal gefunden. Ja, okay. Komm, Leute, wir gehen weiter. Wir finden Steine ja auch zum Teil woanders. Eben. Okay. Anker haben wir jetzt keinen genutzt, dann, ne? Stimmt. Nee. Nur meine Manövrierkünste. Anbaufläche, ne? Brauchen wir noch eine kleine Anbaufläche? Meint ja, du? Mach mal. Damit wir hier immer genug haben. Ansonsten die groß. Die brauchen wir halt eben 4 Schrott und 8 Planken. Ich habe 2 Schrott. Und unten liegt auch noch einer. Gut, ich hab eine kleine Anbaufläche. Sind wir rum? Ja. Die okay, Frage ist nur, wohin damit? Ich glaube, erstmal müllen wir unser gesamtes Floß zu und irgendwann, wenn wir mehr Platz haben, wird mal alles irgendwo... Hier, wo ich stehe. Hä? Hier. Da kannst du es hinstellen. Geh mal Ich hab halt nicht genug Platz. Nee, jetzt habe ich mich schon bewegt. Ja gut, jetzt sind wir wieder... Ah, Hilfe! Runtergefallen. Ich hab Sand.
Ja, tut den gerne auch mal in den Tisch. Mal gucken, was wir damit kriegen. Ton so. Hast du schon erforscht, oder? Ja. Kann man nicht erforschen. Tonschale. Ich würde dann auf jeden Fall noch eine mittlere Anbaufläche machen. Ich bräuchte nur zwei Planken und drei Schrott dafür. Zwei Schrott habe ich gedroppt. Schrott kann ich dir geben. Planken habe ich. Planken liegen auch da. Wie viele Beine? Ein Schrott brauche ich noch. Der liegt hier unten irgendwo. Stein. Achtung, Hype. Ja, hab ich schon gesehen gehabt. Hat jetzt jemand den Schrott geholt? Nein. Da liegt hier unten gerade noch einer. Ich sehe was. Pass aber auf den Hai auf. Ja, passt schon. Ich vertrag noch ein, zwei Bissen. Weil ich sehe ja gerade auch wieder vier Steine oder sowas. Ja, unten liegen noch einige. Ich habe auch schon einen hoch. Und ist gerade mir vorbeigeschwommen, der Hai. Auch gut. Jetzt habe ich nochmal gebissen. Ich jag den Hai. Macht es. Ich farm dabei hier Steine. Aua, okay, noch ein Bissen kriege ich jetzt nicht mehr ab. Ja, dann schwimmen jetzt hoch. Ich bin oben. Ja, da geht ihr hinterher. Und ich habe ihn gedodged, weil ich ihn gestochen habe. Kann man den töten zeitweise? Ja, kann man. Ja. Und wie lange ist er dann weg? Eine Weile. Bis der nächste kommt. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr den ins Maul stecht, in dem Moment, wo er euch beißen will, dann macht er nichts. Ja. So, wo soll ich die mittlere Anbaufläche hinstellen? Die ist nämlich ein bisschen größer. Hier so, wo ich gerade bin. Hier, wo ich hinstelle. Naja, vielleicht auch. Wow. Neben die andere. Ja, irgendwo hier, passt schon. Ja. Nicht runterfallen. Das ist ein bisschen suboptimal. Okay, wir sind wieder auf Tour. Jo. So, da war eine Ananaspflanze. Wir müssen da vielleicht doch irgendjemand mal bestimmen, der bestimmte Sachen macht. Ne, Pascal macht also ja so die Pflanze. Oder so. Genau, wir bräuchten noch einen zweiten Grill und ein zweites Trinkdingens. Grill habe ich keinen Schrott mehr für. Grill könnte ich bestimmen. Also bei Grill habe ich halt die Planke nicht. Ich habe auch keine Planken. Ne? Also Seile habe ich für den einfachen Grill, aber mir fehlen die sechs Planken für den Grill. Der Grill steht neben dem anderen. Ah, okay. Da ist ein zweiter Grill schon. Sehr gut. Und einfacher Reiniger, da fehlt mir alles. Das sind alle meine Planken hier. Habe ich dir gerade alle gegeben? Du hast mir zwei gegeben. Achso, dann habe ich alle anderen verbraucht. Auch gut. Also für einen Reiniger habe ich gerade nichts. Was braucht man denn für einen Reiniger alles? Planken, Palmblätter und Kunststoff. Sechs Planken, sechs Palmblätter, vier Kunststoff. Palmblätter kann ich dir geben. Planken. Ich habe einen nämlich Seilen gemacht. Ich habe noch sieben Seile oder so. Nichts erwischt. Sehr gut. Also, drei Palmblätter habe ich jetzt schon mal. Okay, Planken habe ich auch genug. Pascal, wenn du kurz herkommst. Moment. Ich habe es aufs Bett gelegt, die Planken. Und du meinst, Palmblätter brauchst du noch. Ja. Und ich habe fünf Kunststoff. Sehr gut, dann habe ich alles. Zwei hohe Rüben. Einen zweiten Reiniger. Pascal, die Dings sind reif. Die was sind reif? Ananas. Ananas ist reif? Ja, habe ich schon gemacht, passt schon. Okay. Die rote Rübe kann man übrigens auch in dem kleinen Ding platzieren. Das schwimmen fast durch unser Floß durch. Waren zwei Schrott drin. Wir brauchen Planken für Wasser. Ich hab drei Planken. Die Möwe hat übrigens gerade einfach von uns gefressen. Füll mal bei jedem Wasser eine Planke rein. Bei jedem Wasser? Ja. Damit sie die Pflanze nochmal gießen können, sonst wächst ja kein Essen mehr. Ich hätte noch eine Rübe, aber... Ja, ich hab auch noch eine. Der Plastikhaken ist gleich kaputt. Ich habe jetzt zwei Planken, dreimal Papier. Ich brauch noch eine Planke für Plastikhaken. Hier liegt einer. Wo? Hä? Da rechts nicht. Von dem anderen. Ach, lol, da, ich bin blind. So. Gut, da habe ich wieder einen Plastikhaken. Nein, nicht trinken, hoch, ich bin dumm. Sorry. Das Wasser getrunken, anstatt an die Pflanzen zu geben. Mhm. Ist ja unglaublich. Das passiert aber auch irgendwie erstaunlich oft. Ich habe noch eine Kartoffel.
Ich hab noch Insel voraus. Ja. Einmal Insel. Was kann ich mit dem Dekorationspaket machen? Öffnen. Links gedrückt halten und dann. Das hatte ich auch gerade. Ich hab eine Holzbadewanne. Geil. Das ist das, was wir brauchen zum Überleben. Eine Badewanne. Vielen Dank für nichts. Wird, wenn ich stinkt, ne? Ich finde, wir sollten solche Fangnetze mal aufbauen im Floß. Sammelnetze brauchst du Nägel. Nägel machen wir aus Schrott. Aus dem Schrott muss man angeln. Unten am Meeresgrund angeln. Muss man nicht. Man kann auch einfach nur Fässer angeln. Ich habe Nägel auf Borsch. Ja, er muss auch Stück haben. Wir haben ein paar Sachen gelernt. Denkt ihr, wir halten so? Keine Ahnung. Sehr gut. Versucht mal hier vorbei schon die Fässer zu erwischen. Oh. Das werde ich Stirb nicht. Endlich, du blöder Hai. Das sind übrigens zwei Inseln. Noch besser. Aber man kommt auf die andere wahrscheinlich nicht so. Ja, obwohl, man kommt schon drauf, ja. Warum ist ja kein Wasser nachgefüllt? So, haben wir noch Bäume irgendwo? Nö. Alle Bäume sind gerodet worden. Ich brauche gerade Steine. So, ich besitze eine Ananas, zwei Mango. Wer hat Hunger, wer hat Durst? Geht mit Hunger. Ich habe gerade erst ein bisschen was gegessen. Ja, bei mir geht's auch gerade. Gut, dann esse ich was, weil ich habe nämlich Hunger und Durst. Der Hai schwimmt erstmal so mitten durch unser Ding durch. Vorsicht, Tobi. Hier ist Kupfer. Wir sollten vielleicht irgendwann mal ein bisschen umsorgen. Ziegel, dafür brauchen wir Sand und Ton. Ich habe drei Ton, ein Sand. Ich habe drei Ton, zwei Sand. Nein, ich habe sie nicht bekommen. Mist. Dumme Möwen. Blöden Möwen immer. Ich habe ein Sand. So, ich würde dann auch irgendwann mal eine Angelroute machen. Aber ja, das wäre wichtig, dann wäre Fisch endlich mal. Ich habe gerade keinen Plan. Der bekommt mich einfach nicht, weil ich hier in der Ecke bin. Okay, er hat mich. Okay, ich muss hoch. Er hat mich. Sehr gut. Also nicht gut, aber... Ey. Wir sollten irgendjemand bestimmen, der so Wächter von den anderen ist. Ich meine, ich habe den halt schon oft gespiekst, aber... Das kann, du hast nicht zufällig 8 Planken? Auch nur ein Speer? Ich hab eine. Ich hab 11 Planken. Ich kann doch einfach meinen Speer erstmal geben, dann kannst du. Bitte schön, 11 Planken. Okay, so geht's auch. Anna? Ups. Okay, wir sollten vielleicht gehen. So, nimmst du den Holzspeer vielleicht noch? Passiert? Den Holzspeer. Achso, Das war gerade ein bisschen sehr random, wie wir hier reingeglitscht sind. Ich geh mal in die Richtung. Ich hab hier 3 Ton. Ich hab auch 3 Ton. Wollen wir nicht irgendwie Tonziegel herstellen? Das war mein Ziel. Wie konnte man Tonziegel nochmal herstellen? Aus Sand und Ton. Ja, und unter welchem Punkt? Grundmaterialien. Die Schraube. Ja, nasser Ziegel. Ja, ich kann einen herstellen. Hab auch einen gemacht. Tu den mal beim Forschungstisch mit hinter. Das ist auf meiner. Da ist ein Forschungstisch. Hast du schon hingelegt? Liegt. Ach, da, ja. Ich brauch dann noch demnächst neues Paddel. 6 Kunststoff, 4 Planken. Ich hab 9 Kunststoff. So, ich würde sagen, wir sind jetzt so, um mal ein kurzes Fazit zu schließen von dem, was wir bisher gemacht haben. Wir leben noch. Wir können es jetzt selbst versorgen mit Essen und Trinken. Eigentlich würde ich sagen, wir sind eigentlich nicht mehr auf die Außenwelt theoretisch angewiesen. Wir haben alle was an Pflanzen hier, kriegen auch Samen daraus immer. Aber wir sind halt durch Fortschritt. Wenn wir Fortschritt erleben wollen, dann müssen wir nochmal. Ja, klar. Aber wir sind schon mal so grundlegend weit. Das heißt, Mist. Ich weiß nicht, wie das aussieht, der Story, Tobi, ob du das schon mal im Notiz wo angesehen hast. Aber wir müssten, glaube ich, dann hier im Forschungstisch erstmal so Sachen erforschen und bauen, wie so Antennen und irgendwas, dass wir überhaupt mal der Story nachgehen können. Also um der Story nachgehen zu können, brauchen wir glaube ich so einen Computer. Aber ich glaube nicht bei der ersten. Also zumindest war es früher so in den Displays, die ich gesehen habe, dass sie da keine gebraucht haben bei der ersten Insel. Dass man da einfach irgendwann hin ist.
sondern irgendwann hinkommt automatisch, wenn man weit genug im Progress ist. Ja gut, so weit weiß ich es nicht mehr, das ist schon eine sehr, sehr lange Weile her. Weiß jemand, Palmblätter brauche ich ab 20. Ich hab 34. Ah. Ich hab 27. Kein Stein da rein. Also das ist auch noch am wenigsten von uns allen. Steinpfeil und Farbmühle habe ich gelernt. Ja, wir können jetzt Farbe aus Blumen herstellen und so ein Boot anmalen. Das sinnvollste Feature in diesem ganzen Spiel. Auch jemand von euch da noch was zu essen oder kann ich mir die Rübe nehmen? Obwohl, ja, ich brauche dann im nächsten Mal was, aber gestern nicht. Ja, gut. Naja, die Melone und so werden dann auch bald reif. Die sind gleich reif. So, ach, guck mal, da sind Schildkröten. Schildkröten! Ja. Ja, wirklich, wir können uns ein Segel demnächst mal bauen. Also falls noch jemand irgendwie 10 Planken hat oder so, dann könnte ich mal ein Segel bauen. Hab ich, ja. Wow. Hier 3 Planken. Also ich würde erstmal hier weiter. Ich sollte überall erweitern, wenn es auf bloß überläuft und es immer doof ist, irgendwas außen stehen zu haben. Also erweitern sollten wir überall. Naja, aber vor allem in die Richtung, wo halt noch nicht so viel ist. Warte, Segel hergestellt. So, was soll ich Segel platzieren? Ich wollte eine Angel machen. Hat jemand was dagegen, wenn der Metallfuß vom Segel mit ein bisschen ins Bett ragt? Nee, Sammelnetz kann ich gerade nicht machen. Oder? Doch, kann ich. Soll ich ein Sammelnetz mal machen? Ja, ja. Wie platziere ich denn das? Wie eine normales Plattform vom Boot. Okay, wo soll ich das denn hinplatzieren? Einfach irgendwo. Richtung des Stroms am besten. Also, da. Weil das sammelt dann automatisch das ganze Zeug auf. Ich steuere mal Richtung Insel, ne, mit dem Ding. Ja, wollen wir dann vielleicht irgendwo mal eine Sammelnetzfront machen? Ja. Ja, ja, richtig. Das soll das Ziel dann werden. Ah, ich bin schon wieder runtergefallen. Links ist eine Insel, ne? Ja, ja. Hilfe! Aua! Der Hai immer dieses Geräusch. Aua! Hilfe! Ich komm nicht hoch! Sollen wir mal eine Treppe? Ja, kann man machen, so ja. Leiter. Da drüben ist irgendwas Weirdes. Was nicht aussieht wie eine Insel. Das ist ein Wrackfloß. Da gibt's immer eine Kiste drauf. Ja. Die kann man einsammeln und dann gehen sie unter. Also so eine Kiste drauf, die man einsammeln kann. Oh, okay. Wow, ich habe keine Planken. Sobald du dich auf das Floß drauf springst, fängt es an unterzugehen. Das heißt, du musst relativ schnell die Kiste sammeln. Mhm. Und wieder runtergehen von dem Ding. Ich habe mal noch 2 weitere Sammelnetze gebaut. Ja, ist richtig so. Soll ich einfach um die herum auch noch dann Plattformen bauen? Ja. Ja. Dann sind sie sicher. Dann werden die vom Hai angeknabbert. Apropos Hai angeknabbert. Mein Stock ist kaputt. Ich könnte doch mal einen Spieß machen. Ein Spieß. Mein Stock, mein Planken, Spieß. Ja. Irgendwas so wie ja. Ja, ich brauche noch 3 Planken dafür. Ja, nee, Planken brauche ich auch gerade. Gut, dass wir zur Insel fahren und dort die Bäume dann fällen. Ja. Ich habe tatsächlich noch kein einziges Mal eine Axt gehabt hier. Ja. So, ich würde sagen, wir können jetzt gleich nochmal den Anker hier vor der Insel schlagen. Aber wie wir dann die Insel erkunden, das ist dann wahrscheinlich Stoff für die nächste Folge. Genau, was wir noch mit den Trockenziegeln hier machen. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.